Willkommen zu einem neuen Beitrag. Und damit willkommen zur 13. Ausgabe der Mystery Kurzmeldungen für das Jahr 2024. Das Format, in dem wir auf die Online-Ausgaben von Zeitungen blicken, in Foren, Blogs und Websites und schauen, was es da Neues an Meldungen zu den Themen Mythen und Mystery gibt und alles, was diese Themen so ein bisschen anschneidet. Aber zuerst zum Lockerwerden wie gewohnt die kuriose Meldung. In China, da macht gerade eine Make-up-Artistin von sich reden. Die kann sich selbst in alle möglichen Stars verwandeln, nur mit Hilfe von Make-up, und das macht die mal richtig gut. Aber jetzt hat sie was gemacht, das ließ die Leute förmlich ausflippen. Die verwandelte nämlich ihren 66 Jahre alten Großvater ja in so eine Art Traumboy aller jungen Frauen in China. In Asien ist es ja so, dass da Jungs, die so ein bisschen aussehen wie Figuren aus Videospielen oder Animes, voll im Trend liegen. Ja, und so einen hat die dann aus ihrem Großvater gemacht, und überall, wo der aufschlug, da sind die jungen Frauen förmlich ausgerastet. Ganz besonders die jungen Frauen, denn bei denen ist es eben so der Trend. Ja, und hier habt ihr mal so den Vergleich, links der Großvater im Original und rechts, was sie aus ihm gemacht hat. Ja, das ist schon mal eine Verwandlung, würde ich sagen. Ja, und die jungen Mädchen, die wollten halt alle da irgendwie mit ihm da. Ja, aber mein Gott, wer braucht's? So, wo war jetzt nochmal die E-Mail-Adresse von dir? Das ewig währende Thema Roswell. Ein 70-Jähriger, der immer behauptet hat, er habe Fotos, offizielle Fotos von der Absturzstelle gesehen, der hat nun einen Ich-kann-damit-nicht-ins-Grab-gehen-Bericht abgegeben. Darin schildert er dann ausführlich, was er auf diesen Fotos gesehen haben will. Er beschreibt, dass ihn am 15. Oktober 1986 zwei offizielle US-Militärfotos von der Absturzstelle gezeigt worden seien. Auf den Fotos wären zwei Luftwaffenoffiziere zu sehen gewesen, die einen mutmaßlich toten Außerirdischen untersuchten. Und der hätte größtenteils auf dem Bauch mit leicht gedrehtem Kopf etwa einen bis einen Meter von der Kamera entfernt auf dem Boden gelegen. Dieser Mann, der diese Aussage machte, der bot an, sich einem Lügendetektortest und einer Hypnose zu unterziehen, um diese Behauptung zu unterstützen. Er behauptet weiter, dass einer dieser Offiziere der Major Jesse Marcel war. Das ist dieser Offizier von diesem sehr bekannten Bild, der mutmaßliche Frackteile eines außerirdischen Raumschiffs in die Kamera hält. Was ihr hier im Bild seht, das ist so die Aussage des Herrn, die findet ihr als Link in der Videobeschreibung. Es gibt diesbezüglich aber noch eine Meldung apropos Jesse Marcel. Der Enkel dieses Offiziers, der übrigens auch Jesse Marcel heißt, der hat eine weitere Enthüllung gemacht. Sein Großvater, also der von diesem Bild, der 1986 starb, der hätte ihm erzählt, dass er aus einer sehr glaubwürdigen Quelle wüsste, dass es noch eine zweite Absturzstelle gab, wo man drei Aliens gefunden hätte, wovon einer noch atmete. Jesse, also der Enkel jetzt, der glaubt, dass der Major aufgrund seines Wissens zum Schweigen gebracht und mehrmals bedroht wurde. Und Jesse Marcel, also der Enkel jetzt wieder, der glaubt zu wissen, wo sein Großvater, der Offizier, einen Teil des abgestürzten Raumschiffs von Roswell versteckt haben könnte, dass er damals mit nach Hause gebracht habe, um seinem Enkel zu zeigen, wie darauf merkwürdige Schriftzeichen erscheinen würden, wenn man dieses Stück Metall oder was immer es auch war, in die Sonne halten würde. Jesse Marcel, der Enkel, der beschrieb dieses Teil als federleicht, aber irgendwie stahlhart. Tja, liebe Mythengemeinde, ich weiß nicht, Roswell, da gibt es ja dauernd neue Theorien und Erkenntnisse, und das ist ja sozusagen der Dyatlov-Pass auf UFO-Basis. Ich bin da sehr unentschlossen, was ich da glauben soll, ob da wirklich nur ein Wetterballon abgestürzt ist, der da zufällig ein paar Dummies an Bord hatte oder wie auch immer, oder ob da wirklich ein außerirdisches Raumschiff runtergekommen ist. Ja, ich weiß, es gibt immer welche, die sagen, sie wissen es ganz genau. Wahrscheinlich durften sie mal in die Geheimunterlagen der US-Regierung blicken, aber die meisten wissen eben nichts, was dort wirklich passiert ist. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, Wetterballon oder außerirdisches Raumschiff oder was auch immer. Ich persönlich finde ja, zur Not sollten wir den Alien-Mumienfinder Jaime Mossin einfach mal anschreiben. Der hat wahrscheinlich die Außerirdischen von Roswell im Bettkasten liegen.
Damals in den 80ern, wo noch so richtig aufgerüstet wurde, da hatten ja alle Angst vor dem Atomkrieg. Da gab es dann so die Frage, wann geht denn der Atomkrieg los? Und der andere sagte dann, keine Ahnung, aber eine Maxi-Single würde ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Maxi-Single, also die Älteren, die wissen doch, was das ist. Ob die Jüngeren das wissen, keine Ahnung. Meine beiden Lieblings-Maxis, die sind einmal You von Boytronic und dann natürlich Blue Monday von New Order. Aber das nur am Rande. Wenn man Baba Vanga glaubt, dann scheint jetzt wieder eine Zeit zu kommen, da sollte man sich den Kauf einer Maxi oder einer Longplay MP3 oder wie auch immer gut überlegen. Angeblich, ob das stimmt, kann ich nicht nachprüfen, sind da jetzt ein paar neue Vorhersagen von ihr aufgetaucht und ich nehme das gar nicht ernst, aber während ich den Koffer packe, lese ich euch das vor. Also fangen wir mal an. Neue Enthüllungen der blinden bulgarischen Hellseherin Baba Vanga, die sogenannte Nostradamus des Balkans. Sie sagte voraus, dass das Jahr 2025 den Anfang vom Ende der Menschheit einleiten wird, mit einem nicht näher bezeichneten Konflikt in Europa, der auf dem gesamten Kontinent zu Massensterben führen wird. Gefolgt von weiteren Klimaveränderungen im Jahre 2033, die einen drastischen Anstieg des Meeresspiegels zur Folge haben werden, einen größeren Kontakt mit Außerirdischen im Jahr 2130, einem weiteren gewaltigen Klimaereignis im Jahre 2170, einen Krieg im Jahre 3005 zwischen der Erde und den Menschen, die den Mars kolonisiert haben, einen Massenexodus von der Erde im Jahr 3797, weil der Planet unbewohnbar wird, und dem Ende allen Lebens auf der Erde im Jahr 5079. Ja, das sollen ihre Voraussagen sein, die angeblich irgendwie neu aufgetaucht sind. Ja, das ganze Schlimme, Dramatische, was hier geschildert wurde, das beginnt dann nächstes Jahr. Mit einem nicht näher bezeichneten Konflikt in Europa, also natürlich dann schätzungsweise mal ein Krieg. Und der soll auf dem gesamten Kontinent zu einem Massensterben führen. Ja, beängstigende Aussichten, wenn man das für bare Münze nimmt, was sie da gesagt haben soll. Ich würde mich davon aber nicht allzu sehr beeinflussen lassen, mache ich auch nicht. So, was haben wir hier? Die beiden Unterhosen, das Flugticket nach Neuseeland. Lehrer, liebe Mythengemeinde, die müssen sich gelegentlich mal etwas einfallen lassen, um die Schüler zu motivieren. Und das Aufgabengebiet der Lehrer scheint sich ständig zu erweitern. Die müssen jetzt schon Ghost Hunter sein. Zumindest an einer Schule in Hyderabad in Indien. Da breitete sich unter den Schülern ein Gerücht aus, dass im Klassenraum der Klasse 5 ein Geist sein Unwesen treibt. Und die Schüler, die waren so von dessen Existenz überzeugt, dass sie sich weigerten, Unterricht in diesem Klassenraum zu machen. Ein Lehrer, der griff dann zu einer außergewöhnlichen Maßnahme. Er einigte sich mit den Schülern darauf, einen bestimmten Abend zu wählen, in der er dann im Klassenraum übernachten würde. Die Wahl fiel auf den 5. Juli dieses Jahres und der Lehrer kam um 20 Uhr in die Schule, begleitet von all seinen Schülern. Dann ging er in die Klasse, machte sich sein Bett und die Schüler verschlossen die Tür. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr kamen sie allesamt wieder zur Schule, öffneten die Tür und der Lehrer stand dort unverletzt und munter. Ja, eine nette Geschichte, manchmal muss man sich eben etwas einfallen lassen. Jetzt wird's ein bisschen gruselig, weil so realistisch. Der Mann hier auf dem Bild, das ist Ray Kurzweil. Der hat einige Jahre bei Google gearbeitet, aber ist dann dort weg und betreibt jetzt Zukunftsforschung und schreibt Bücher darüber. Kurzweil hat seinerzeit, als das erste Smartphone von Apple auf den Markt kam, eine punktgenaue Aussage gemacht, wie die Entwicklung sein wird und wie die Menschen heute damit umgehen werden. Der hat seinerzeit all das vorhergesagt, was wir heute so sehen. Menschen, die mit geneigtem Kopf über die Straße gehen, weil sie auf ihr Smartphone starren. Menschen, die nicht mehr wirklich miteinander reden, weil sie auf ihr Smartphone starren. Menschen, die sich lieber kleine Textnachrichten schicken, anstatt miteinander zu reden. Beinahe schon eine Abhängigkeit vom Smartphone. All das ist genau so eingetroffen. Und auf derselben Basis seiner Forschungen hat er jetzt neue Vorhersagen gemacht. Und die sind schon sehr unheimlich. Er prognostiziert, dass ungefähr ab 2029
die Menschen damit beginnen würden, mit Maschinen zu verschmelzen. Also so etwas wie Transhumanismus, also halb Mensch, halb Maschine. Und das Unheimlichste ist, dass er sagt, tote Menschen werden zunächst als Simulation wieder auferstehen. Ihr erinnert euch, darüber habe ich am vergangenen Sonntag ein Video gezeigt, das ist jetzt schon soweit. Und er sagt weiter, aber dann werden sie als gedruckte, lebende Körper wieder herumlaufen mit einem Ich-Bewusstsein, also mit ihrem Ich, das vorher auf eine Festplatte kopiert wurde und eingesetzt wird. Das würde dazu führen, dass ab 2045 praktisch die Unsterblichkeit erreicht ist. Aber eben nicht in der Form als Mensch, sondern als Maschine. Er hat jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt The Singularity is Nearer. Darin geht es darum, dass er sagt, dass die Menschen bis 2045 komplett mit der KI verschmelzen und zu unsterblichen Cyborgs werden. Das mag jetzt sein, dass das Ganze total beknackt und überzogen klingt, aber Tatsache ist, und darüber habe ich ja auch schon mehrfach berichtet, dass genau an so etwas derzeit gearbeitet wird. Es gibt Firmen, die forschen auf diesem Gebiet, um genau das zu erreichen. Ferner sagt er voraus, und da denken wir jetzt mal alle an Elon Musk und seinem Brainchip, dass es den Menschen möglich sein wird, ihre Gehirne per Chip mit einer Cloud zu verbinden, der sie dann alles entnehmen können an Wissen, was sie in jenem oder diesem Moment gerade brauchen. Kurzweil sagte, Babys, die heute geboren werden, haben gerade ihr College-Studium abgeschlossen, wenn die Singularität eintritt. Und Singularität besteht darin, dass künstliche Intelligenz irgendwann die menschliche Intelligenz übertreffen und die menschliche Existenz grundlegend verändern wird. Ja, und falls nur jemand die aktuelle Presse im Punkto KI verfolgt, der weiß, dass dieser Zustand nicht mehr so weit weg ist. Bis Ende der 2020er Jahre, da erwartet er hochrealistische, nicht biologische Nachbildungen von Menschen und dann von lebenden Körpern. Ja, das sind rosige Aussichten, aber wie ihr euch vielleicht, falls ihr das Video von Sonntag gesehen habt, erinnert, da sind wir ja schon so weit, dass Menschen simuliert werden, verstorbene Menschen, dass man seinen Angehörigen sozusagen ein Ersatz-Ich zurücklassen kann. Und so verrückt das Ganze, was er sagt, auch klingt, wir sehen ja gerade den Beginn dessen. Ob der sich jetzt da um 5 oder 10 Jahre irrt, das spielt dabei keine Rolle, denn das, was er prognostiziert, ist aktuell ja in der Entwicklung. Ja, 2040, die Übertragung des Ichs auf eine Festplatte und dann erstmal weiterleben in einer Maschine, bis man dann irgendwann auch wieder in einen künstlich erschaffenen biologischen Körper eingesetzt werden kann, mit dem man dann ewig lebt. 2040 könnte knapp werden bei mir. Ja, kommen wir mal zu einem Foto der Marke. Ja, hätte so schön sein können, wenn alles scharf gewesen wäre, aber Papa hat sich mal auf die Suche gemacht und noch was gefunden dazu. In einigen Foren geht ein Foto viral, das zuerst bei Facebook auftauchte, in einer Facebook-Gruppe. Dieses Foto soll angeblich ein Bigfoot-Kleinkind zeigen, das da so durch den Wald rennt. Und so wie ihr das jetzt seht, kursiert dieses Foto halt auch durchs Internet. Logischerweise verbunden mit vielen Diskussionen. Nun kam mir das Ganze aber sehr bekannt vor, also nicht, dass ich mich an mein Spiegelbild in der Kindheit erinnerte, sondern das Foto. Und da fiel es mir wieder ein, dass ich dieses Foto vor vielen Jahren schon einmal gesehen habe. Da hatte ich noch keinen YouTube-Kanal, aber da war ich ja auch schon unterwegs auf der Suche nach diesen Themen. Also suchte ich mal weiter und kam dann zunächst zu diesem Bild. Da sieht man dann den kleinen Racker mal so ein bisschen genauer. Da hat er dann schon eher so, ich sag mal, menschliche Gesichtszüge mit Fingern. In den Foren, da gibt es halt wie gesagt Diskussionen. Die einen meinen, das hier wäre ein Menschenkind in einem Kostüm. Und andere sagen, das wäre ein sogenanntes Biglet. Das ist so eine Unterart der Bigfoots, die es geben soll, die halt eher klein sind. Also so wie hier auf dem Bild zu sehen. Ja, und die Dritten wiederum sagen, das Ganze ist eben ein Bigfoot-Kind. Dieses Bild ist 10 Jahre alt. Derjenige, der es in dieser Gruppe gepostet hat, der hat auch nie irgendwie das Gegenteil behauptet. Der hat einfach nur dieses Bild im Internet gefunden und hat es veröffentlicht.
Aber es gibt dann noch ein weiteres Bild, das als Argument angeführt wird, dass es sich wirklich um ein Bigfoot-Kind handeln könnte. Nämlich das eigentliche Originalbild, das der damalige Fotograf fotografieren wollte. Diese zwei Rehe da unten, die ihr vielleicht da im Bild seht. Und da sagen ebenso Bigfoot-Forscher, wenn das ein Menschenkind gewesen wäre, dann wären die schon längst weg. Von daher gehen sie davon aus, dass dies wirklich ein Bigfoot-Kind sein könnte. Ja, da kann man sehr wenig zu sagen, weder ob das Bild echt sein könnte oder nicht. Das kommt eben auf die Einstellung an, wie man zu diesem Thema Bigfoot und so weiter steht. Wenn man sagt, ja, gibt es, dann könnte es ein Biglet sein, also so diese andere Art von Bigfoots. Oder eben ein Bigfoot-Kleinkind. Mal zur Diskussion für alle die, die sagen, ich denke schon, dass es Bigfoot gibt. Ist das für euch auch ein Anhaltspunkt, dass das Bild echt ist, dass es ein echtes Bigfoot-Kind zeigt, weil die Rehe nicht davon geflüchtet sind, als sich dieses Wesen dann näherte? Man kennt sich ja offensichtlich im Wald. Wenn ihr mögt, dann schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Die Seite Travel, die warnt Besucher oder weist Besucher des Yosemite-Nationalparks darauf hin, dass sie im Yosemite Lake nicht baden sollen, wenn ihnen da irgendetwas Ungewöhnliches auffällt, so wie das Hören von Weinen. Und das hat mit den Legenden zu tun, die es im Yosemite-Nationalpark gibt. Und dazu möchte ich euch mal einen Abschnitt vorlesen. Es gibt Geschichten über den Yosemite-Nationalpark, über die Heimsuchung durch Geister und Dämonen. Da war der Park noch kein Nationalpark. Einige Besucher des Nationalparks, die reisen gezielt an, um die Bereiche des Nationalparks zu erkunden, in denen es immer wieder Berichte von übernatürlichen Aktivitäten gibt. Das Interesse an Dingen, die nicht erklärt werden können, ist groß. Deshalb unternehmen viele eine Wanderung zum Grouse Lake, um herauszufinden, ob der See wirklich so heimgesucht wird, wie es die Geschichten um ihn herum behaupten. Und an diesem See hören einige Menschen immer wieder das Weinen oder Schreien eines Kindes. Und das hat nichts mit Wind oder so zu tun, es ist das Schreien eines Kindes, teilweise um Hilfe. Nur schreit dieses Kind, dieses Hilfe, eben in der Sprache des Stammes der Abani. Denn genau darum geht es. Es geht um ein Kind, das in diesem See ertrunken sein soll. Und das schon vor sehr, sehr langer Zeit. Angeblich versucht dann der Geist dieses Kindes, Besucher des Parks in diesen See zu locken, wo es dann dafür sorgt, dass sie ertrinken. Ja, und tatsächlich ist es so, dass in diesem an sich vollkommen harmlosen und ungefährlichen See schon der ein oder andere ertrunken ist. Nur eben bei einigen in dem Zusammenhang, dass sie begleitende Wanderer gesagt haben, dass man zuvor das Weinen und Schreien eines Kindes gehört hätte. Ja, und wer dann in diesen See geht, um den soll es dann relativ schnell geschehen sein. Und deshalb gibt es für diesen See eine Warnung, warum auch immer, wenn es all das doch gar nicht gibt, dass man beim Hören dieses Weinens nicht in den See soll und sollte man sich im See befinden, den See verlassen sollte. Ja, schon so ein bisschen merkwürdig, wer weiß, was dahinter steckt. Der See liegt nicht auf einer Wanderroute, da muss man von den üblichen Wegen schon runter und dann mal so querfeldein, wo man ihn dann irgendwann einmal auffindet, wenn man sich nicht verläuft. Von daher ist der See auch kein übliches Touristenziel, jedenfalls nicht für die Masse der Touristen. Ja, meine Lieben, ich muss mich da jetzt mal entscheiden, ob ich mich auf das Ende der Welt nach Baba Vanga vorbereite oder ja, ob ich dann mein Bewusstsein irgendwie auf eine Festplatte da überspiele. Also alles, was ich bin und alles, was ich weiß. Und da reicht wahrscheinlich irgendwie so ein Gigabyte-Stick. Aber ich muss mich da entscheiden und ihr auch. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet. Und wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.